Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach solche Gläser machen könnt. Dafür benötigen wir ein Glas. Ich habe jetzt hier eins mit Schraubverschluss, Schmucksteinkleber, Deko-Halbperlen, Acrylfarbe in der Farbe eurer Wahl, Klarlack, einen Pinsel, einen kleinen Schwamm, eine kleine Schüssel, einen Löffel und Gips. Als erstes überlegt ihr euch ein Muster, welches ihr auf euer Glas kleben wollt und klebt dieses dann mit Schmucksteinkleber auf. Das Gute am Schmucksteinkleber ist, dass er erst weiß ist, wenn ihr ihn auftragt und wenn er trocken ist, komplett durchsichtig wird. Wenn ihr jetzt das ganze Glas so weit beklebt habt, dass es euch gefällt, müsst ihr das Ganze gut durchtrocknen lassen. Während das Glas jetzt gut durchtrocknet, können wir schon mal den Deckel bemalen. Ich habe mich jetzt einfach für ein Blau entschieden, weil es farblich ganz gut zu dem Glas passt. Wenn der Deckel getrocknet ist, könnt ihr schon anfangen, diesen zu verzieren. Wenn das Glas getrocknet ist, könnt ihr euch schon euer Gips anrühren. Wenn ihr euch den Gips angerührt habt, könnt ihr ihn schon auf euer Glas auftragen. Dafür gebt ihr ihn einfach vorsichtig mit dem Löffel drüber und verteilt das Ganze am besten mit dem Finger danach. Wenn ihr jetzt den Gips gleichmäßig auf dem Glas verteilt habt, lasst ihr das Ganze für 2 bis 3 Minuten ein wenig anziehen. Wenn das Ganze einen Moment angetrocknet ist, nehmt ihr euch einen Schwamm, wringt diesen gut aus und wischt damit vorsichtig den Gips von den Steinen. Das macht ihr jetzt, bis alle Steine wieder frei sind. Jetzt lassen wir das Glas gut durchtrocknen. Wenn jetzt alles gut durchgetrocknet ist, könnt ihr anfangen, das Ganze zu lackieren. Und schon ist euer Glas fertig.